Analyse noch über den Stahlsprung. Aber das ist jetzt für uns nicht so interessant. Corradina ist interessant. Otto Becker rechts, Co-Trainer Heiner Engemann und Mannschaftstierarzt Jan-Heinz Wachemakers. Aber Carsten Otto Nagel und Corradina müssen null gehen und dann abwarten, was die vor ihnen liegenden fünf Paare an Fehlern vielleicht haben oder auch nicht. Er muss jetzt strafpunktfrei bleiben. Nur dann hat er eine Chance, in der Warteschleife sich befindend, auf die Finalteilnahme. Eine Finalteilnahme, die 1990 bei den Weltreiterspielen Otto Becker knapp verpasste als Fünfter, nur durch einen Viertelzeitstrafpunkt. 1994 gab es ein phänomenales Finale, sogar mit drei deutschen Reitern. Weltmeister wurde Frankes Lothar mit Wai Hai Wai. Vor Michel Robert mit Nissan Patrignano. Dritter wurde damals Sören von Rönne mit Taggi und vierter Ludger Bierbaum mit Ratina Z. 98 dann Frankes Lothar Dritter. 2002 gab es keinen Deutschen im Finale. 2006 Meredith und Carsten Otto Nagel im Finale oder nicht? Fragezeichen. Null, super geritten. Schade der Abwurf inmitten der dreifachen Kombination im ersten Umlauf. Der einzige Abwurf innerhalb von fünf Runden von Corradina. Das muss man erst mal hinkriegen. Von fünf so schweren Runden viermal null zu gehen und nur einen leichten Abwurf dabei zu kassieren. Ist herausragend, ist Weltklasse und hätte eigentlich die Finalteilnahme verdient. Aber die Weltelite ist so dicht aneinander gerückt. Mit einigen überraschenden Momenten dabei in dieser Sportgeschichte 2010 der fünften Weltreiterspiele. Und die Überraschung könnte der nächste Starter werden. So wie Khaled Al-Ayed. Der sensationelle Bronzemedaillengewinner in Sydney bei den Olympischen Spielen im Einzelspringen wurde. Hinter Dubbeldam und Albert Vorn, die Gold und Silber gewannen, die beiden Niederländer.